Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. So, es geht direkt weiter. Wir müssen an unseren Unterschlupf fahren. Ja, dann geht's auch direkt los. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt hier keine Bullen ziehe. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das möglich ist. So, dann sind wir jetzt auch schon fast da. Nur ordentlich einparken. So. Teilnahmesystem. Achte bei der freien Fahrt durch die Straßen der Stadt auf Shop- und Rennsymbole. Durch sie erhältst du Zugang zu den Shops und Rennen. Wenn du dich einem Symbol näherst, wird das Teilnahmesystem in der linken oberen Bildschirmecke aktiviert. Cool, du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab, kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn's dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Nächster Gegner, Blacklist 15. Hossein, genannt Sunny. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. VW Golf GTI, selber Ort wie ich. Rundkursrennen. Lebenslauf, das hier ist Sunny. Er hat verdammt viel Zaster in seinem Schlitten gesteckt. Die Kiste ist eine echte Rakete, also wunder dich nicht. Er versucht immer als Erster, die neuesten Teile an seinem Wagen zu haben. So, Sunny. So, um ihn jetzt herauszufahren, muss ich also erstmal Rennen fahren, Kopfgeld sammeln. Hier drei Rennsiege, drei erreichte Meilensteine und ein Gesamtkopfgeld von 20.000. Alles klar. Muss ich sagen, wir fangen mit den Rennen direkt an. Erst den Sprint. Sprints mache ich am liebsten von allen. Deswegen starten wir erst das. So, was sind das für Autos? Sagen mir alle nichts. Ah, perfekter Start, sauber. Leider alles noch ohne Nitro. Ich vermisse Nitro. Aber ich werde es ja bald bekommen, also. Alter. Ach so! Hätte er für die Abkürzung genommen. So läuft das. Ich glaube, der Golf GTI ist nicht so gut in der Beschleunigung. Meine Höchstgeschwindigkeit ziehe ich den locker ab. Ah, Bullen. Wenn die das schon ankündigen. Der Polizeifunk, dann kommen da auch gleich Bullen. Ah, weil Teil 290 schafft er nicht. Schade, schade.
So, Kurven. Die liegen mir nicht. Dann werden jetzt die Gegner ein bisschen aufholen. Aber ich kann eigentlich auch mal mehr die Zeitlupe benutzen, da kommt man viel besser um die Kurven. Das ist ja das Geile daran. Na, so wie es aussieht, kommen da doch keine Bullen mehr. Falscher Alarm. Und damit gewinnen wir das Rennen. Bam. Nettes Foto. Rock, dein Weg an die Spitze der Blacklist. Besieg Razor und werde die Nummer 1 der Blacklist. Du erreichst sie vom Unterschlupf und dem Teilnahmesystem aus. Es hält deine Fortschritte fest und zeigt dir, was du tun musst, um einen Gegner herauszufordern. Rennen. Fahr zu den Flaggen auf der Karte und benutzt das Teilnahmesystem oder ruf die Blacklist auf und geh auf Rennen. Meilensteine. Beweis jedem Blacklist-Mitglied dein Können, damit du es herausfordern kannst. Du findest sie unter Meilensteine in der Blacklist. Kopfgeld. Das Kopfgeld ist ein Maß dafür, wie intensiv die Polizei dich sucht und wie gut dein Ruf bei der Blacklist ist. Es steigt, wenn du Meilensteine erreichst, sowie für jede Sekunde, die du verfolgt wirst. Bei einer höheren Fahndungsstufe steigt es schneller. Und wenn es dir gelingt, Polizeiwagen zu zerstören. Es wird dir nur angerechnet, wenn du der Polizei entwischst. Beginn Verfolgung, indem du auf Kopfgeld in der Blacklist gehst. Also, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben und euch überlegen, ob ich jede Nachricht vorlesen soll oder ob euch das ein bisschen zu nervig ist. Weil ich habe auch keinen Bock, dass ich hier rumsülze und ihr euch mega langweilt. Ist ja nicht der Sinn der ganzen Sache hier. So, dann würde ich sagen. Ah, hier gibt es, glaube ich, Autoteile. Aber die da können wir uns, glaube ich, eh noch nichts holen. Gehe ich erstmal zum Unterschlupf zurück. Bam. So. So, dann speichern wir schon mal. Blacklist 15. Ich sage, wir machen mal einen Meilenstein. Flucht ist auch nicht so geil. Radarfall, das ist immer schön easy. Ob ich das auf 100% mache, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die Rockport Cops wollen uns fertig machen. Die sind überall. Je länger die Verfolgung dauert, desto stärker steigt dein Fahndungsstatus. Je höher dein Status, desto mehr Cops. Wenn's einmal eng wird, rase einfach in Objekte auf der Straße. Ich nenne das Verfolgungsstopper. Triffst du einen, ist der Cop entweder außer Gefecht gesetzt oder muss anhalten und sich um das Chaos kümmern. Es funktioniert, glaub mir. Jeder Verfolgungsstopper ist mit einem entsprechenden Symbol markiert. Um den Fahndungsstatus deines Wagens zu senken, versteckst du ihn einfach eine Weile. Dann interessiert er die Cops nicht mehr. Soll dein Fahndungsstatus schnell sinken, fahr in einen Shop und bau deinen Wagen um. Karosserie, Lack, ganz egal. Hauptsache, dein Wagen wird nicht erkannt. Senk deinen Fahndungsstatus schnell, indem du deinen Wagen wechselst oder tunst. So. Dann geben wir der Polizei mal ein schönes Foto. Ach so, plötzlich kommt einfach Regen. Ganz plötzlich. Sauber. So, damit ist das jetzt schon mal geschafft. Wie ich gesagt habe, easy. Die Polizei von Rockport sucht ständig nach Streetracern. Hier ein paar Tipps. Distanz. Du musst einen Abstand zwischen dir und den Cops herausfahren. Du entkommst erst, wenn du außer Sicht bist. Nimm eine Route, auf der du schnelle Richtungsänderungen vornehmen und dich im Verkehr verstecken kannst. Auf dem Highway hast du kaum eine Chance. Verstecken. Wenn du außer Sicht bist, sucht die Polizei nach dir. Versteck dich oder beobachte dein Radar und halte dich von der Polizei fern. Verstecke erscheinen als blaue Kreise auf der Minikarte. Verfolgungsstopper. Hängt dir die Polizei auf den Fersen, achte auf die Verfolgungsstopper, mit denen du sie schnell loswirst. Sie erscheinen als Dreiecke auf der Minikarte. Verstärkung. Wenn die Cops hinter dir Verstärkung brauchen, fordern sie sie an. Mach dich aus dem Staub, bevor sie eintrifft, oder du musst dich um noch mehr Polizei kümmern. Der Verstärkungstimer erscheint auf der Verfolgungsanzeige. Ich glaube, ich werde das lassen, das ist echt zu viel Text. Auch wenn es recht informativ ist.
glaube, dass es euch einfach auf die Nerven gehen wird. So, dann machen wir mal. Kopfgeld haben wir schon mal 4000, sauber. Das haben wir jetzt schon. Fahrzeugkontakt. Machen wir das hier. Also ich muss zwei Polizeiwagen kaputt machen und dann erfolgreich flüchten. Wow, gerade kurze Ruckler. Ich würde sagen, wir fahren mal Richtung Verfolgungsstopper. Oh, was ist hier gerade los? FPS-Einbrüche? Das ist natürlich gerade sehr schlecht. Muss ich ja wohl noch was machen. Die Mods ziehen die FPS einfach runter. Oh, ist das gerade unschön. Ah, was ist das denn? So, haben wir uns auf Folgenstoff erledigt, aber macht mir gerade so ein bisschen Kummer. Es tut mir leid, Leute, ich werde jetzt den Part beenden, damit diese technischen Schwierigkeiten nicht noch weitere Minuten existent sind. Und deswegen werde ich den Part jetzt beenden auf jeden Fall und den nächsten Part länger machen. Alles klar, danke fürs Zuschauen.